Ein 5-Zoll-Smartphone für unter 90 Euro, da ist meist irgendein Haken dran. Wie gut das Lumia 535 wirklich ist, das zeigt der Test. Bunt und aus Plaste. Dafür war die Lumia-Serie schon zu Nokia-Zeiten bekannt. Und daran ändert sich auch unter Microsoft nichts. Das Lumia 535 kommt mit einer dicken Kunststoffschale und glänzender Oberfläche. Das wirkt etwas rutschig, aber dennoch solide, nur der Deckel knarzt ein wenig, wenn man draufdrückt. Das Aldi-Modell wird in Schwarz mit matter Oberfläche ausgeliefert und wirkt dadurch sogar noch edler. Das Gerät ist mit 145 Gramm recht schwer, dafür aber nur einen reichlichen Zentimeter dick. Wichtigste Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger Lumia 530, der Bildschirm. Der ist jetzt 5 Zoll groß und fast so hell wie ein iPhone 6, allerdings nicht ganz so kontrastreich. Die Bediensymbole werden mit einem Wisch über das Display ein- und ausgeblendet. Echte HD-Auflösung fehlt, das Gerät zeigt 960x540 Pixel an, was im Alltag aber völlig ausreicht. Auch die Kamera nimmt Videos nicht in HD auf, die Auflösung liegt hier nur bei 864x480 Pixeln. Dafür gibt es jetzt auch eine Selfie-Kamera vorne, die Fotos mit 5 Megapixeln schießt, genau wie ihr Pendant hinten. Bei Tageslicht produzieren beide Kameras passable Bilder, bei wenig Licht sind die Fotos allerdings verrauscht und kaum brauchbar. Im Inneren des Geräts tuckert ein Snapdragon 200 Prozessor mit 4 Kernen und jeweils 1,2 GHz eher gemächlich vor sich hin. Die Menüsteuerung wirkt noch halbwegs flüssig, doch beim Wechseln von Apps und bei aufwendigen Webseiten nervt das geringe Arbeitstempo. Auch bei den Features hat Microsoft gespart, typisch Einsteigermodell eben. Es gibt kein LTE, kaum Fitnessfunktionen und auch die Akkulaufzeit könnte besser sein. Bei intensiver Nutzung hielt das Lumia 535 nur 8,7 Stunden durch. Positiv dagegen, der Akku lässt sich leicht austauschen. Der Speicher kann per MicroSD-Karte auf bis zu 128 GB vergrößert werden und für nur 15 Euro mehr gibt es das Gerät auch als Dual-SIM-Variante. Ja, für den Preis von unter 90 Euro ist das Lumia 535 auf jeden Fall ein interessantes Gerät. Kleiner Haken, aber auch in vielen Discountern, gerade Aldi, Talk, E-Plus Discounter, da ist LTE schon drin. Also wäre es dann doch interessant, gibt es für den Preis vielleicht eine Alternative mit LTE. Im Übrigen stört mich persönlich dann beim Surfen auch, dass der Prozessor da manchmal ein bisschen langsam ist und das so ein bisschen langsam scrollt. Erste Alternative auch für rund 90 Euro, das Lumia 635. Das hat LTE drin, gibt es für ein paar Euro weniger sogar noch ohne LTE als Lumia 630 oder auch als Dual-SIM-Version. Dann das Lumia 640, kostet so um die 140 Euro. Das gibt es als Version mit LTE und da ist wirklich die Performance und auch der Bildschirm, wie man hier vielleicht im Vergleich auch schon sieht, gerade von der Seite auch deutlich besser. Insofern, das wären zwei Alternativen. Wer für 90 Euro alles haben will, Frontkamera und großen Bildschirm, der liegt dann mit dem 535 am Ende doch richtig.